Zuerst kochen wir den Schoko- und den Vanillepudding mit je 250 Gramm Milch, 200 Gramm Sahne und dem Puddingpulver. Dazu kommen dann noch 25 Gramm des braunen Zuckers. Jetzt wird das Karamell hergestellt. Dafür nehmen wir die Butter und natürlich unsere Walnüsse und 3 Esslöffel Zucker dazu. Das braten wir alles schön an in der Pfanne, immer schön rühren und den Herd auf mittlere Stufe stellen, denn sonst brennt uns das Karamell. Wir mögen gern salziges Karamell, deshalb geben wir noch eine schöne Prise Salz daran. Die geriebene Tonkabohne könnt ihr auch schon während der Pudding kocht reingeben. Wir haben es vergessen, deshalb rühren wir das jetzt schön rein. Nun können wir unsere Schichte sehr machen. Zuerst kommt Oreo, danach der Vanillepudding, jetzt geben wir die Äpfel dazu. Wir haben die Schale dran gelassen. Wenn ihr das nicht mögt, könnt ihr die auch gern entfernen. Danach kommt der abgekühlte Karamell dazu. Und die letzte Schicht bildet der Schokopudding. Wenn euch das reicht, dann könnt ihr das lassen. Dann reicht es für 12 Desserts. Wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachzaubern. Und bis zum nächsten Video.